Hallo und herzlich willkommen, liebe Zuschauer, zu dieser neuen Ausgabe von Spiel doch mal. Wir sind hier auf dem Burg-Event auf der Burg Stahleck vom Verlag Asmodee und bei mir ist Heiko Ellerbils. Heiko, vor etwa einem halben Jahr habt ihr, also der Heidelberger Spieleverlag und Asmodee, ihre Fusion bekannt gegeben. Damals hast du uns erzählt, du weißt noch nicht so genau, wohin der Weg führt. Wie sieht es denn jetzt nach einem halben Jahr aus? Ja, sagen wir es mal so. Ein Weg endet ja so gesehen nie. Das heißt, wir sind auch jetzt natürlich noch auf dem Weg. Es haben sich viele Dinge so gesehen, mussten sich in dem Sinn anpassen. Wir mussten natürlich lernen, ja, in dem Sinn. Ja, es sind, sage ich mal, so viele Leute, die auf einmal zusammenarbeiten. Wir haben vieles tatsächlich ein bisschen einfach optimieren müssen. Und vieles davon ist auch geschafft. Ja. Also zum Glück, das ist, ich sag's mal so, man stellt sich dann doch immer leichter vor, als die Realität ist. Ja. Aber das Schöne an sowas ist ja, es geht ja voran. Und es ist immer, wenn man einen Haken irgendwo dran setzt, ist ein sehr, sehr befriedigendes Gefühl. Aber Asmodee selbst ist ja auch als Firma selbst immer noch, man hat ja neue Lizenzen und neue Partner gewonnen. Also auch hier ist ja selbst im Wandel. Es ist ja nicht so, dass wir Teil von einem fertigen Konstrukt geworden sind, sondern auch Asmodee selbst ist ja in dem Punkt tatsächlich, verändert sich ja auch. Und dementsprechend verändern wir uns weiter. Und gerade in Deutschland sind wir noch lange nicht fertig, das so zu bauen, wie wir es haben wollen. Die Frage wäre auch, wenn wir dann soweit sind, ob wir dann zufrieden sind oder ob wir dann nicht sagen, okay, aber jetzt geht es an neue Herausforderungen. Ja. Du warst ja beim Heidelberger Spieleverlag Chefredakteur und bist jetzt Head of Localization bei Asmodee. Das heißt, deine Position ist so in etwa gleich geblieben. Hast du Veränderungen gespürt? Ja, natürlich. Es ist erstmal so, ein Team wird größer. Ja, man hat mehr Leute, die teilweise anders arbeiten, mit den guten und schlechten Sachen, wie das eben so ist. Das heißt, dann ist die Kunst, das Beste irgendwie eben zusammenzuführen. Vielleicht irgendwie. Dann haben wir zum anderen natürlich auch, es sind viel mehr Spiele, also viel mehr Projekte. Ja. Und auch das ist natürlich eine Herausforderung. Und ich sag mal, der schöne Part ist eben tatsächlich, dass du, man hat vorher immer das Gefühl gehabt, oh mein Gott, man kommt gar nicht hinterher. Jetzt hast du, sag ich mal, eine Verstärkung, du hast einen neuen Input, sagst, yay, das kannst du machen. Und dann stellst du fest, oh nein, wir haben genauso viel zu tun wie vorher. Also das ist so ein bisschen das. Aber die Veränderungen natürlich sind da, weil einfach Firmen sehr unterschiedlich sind. Und zu glauben, dass man einfach so weiterarbeitet wie zuvor, klappt natürlich nicht. Auf der anderen Seite versuchen wir halt eben das, was wir halt vorher, sag ich mal, wo wir glauben, wo wir gut waren, was wir gut gemacht haben, eben weiterzuführen. Und das eben einzubringen in das neue Konstrukt. Aber natürlich gibt es Veränderungen. Für uns ist es zum Beispiel so, wir haben ja auch selbst Spiele gemacht. Also ich bin Chefredakteur, Localization auf der einen Seite, aber wir entwickeln ja auch Spiele. Und auch gerade das, wobei wir haben immer das Problem gehabt, wenn wir halt Zeit hatten. Wir haben aber gar nicht immer Zeit. Ja? Und jetzt versuchen wir das zum Beispiel strukturell ein bisschen schlauer zu machen, sagen, okay, diese Personen sind für die Entwicklung alleine zuständig. Und dann diese Personen machen nur Lokalisation. Und dann eben, wie sich das da verändert, auch mit meiner Position, das müssen wir mal gucken. Da sind wir dran, aber ich sag's mal so, das dauert halt alles seine Zeit. Ja? Ich will auch nichts überstürzen da gerade. Ja? Das läuft. Sehr gut. Beim Heidelberger Spieleverlag habt ihr ja auch einige Traditionen aufgebaut, wie hier zum Beispiel das Event auf Burg Stahleck. Das wurde jetzt von Asmodee übernommen, das gibt es also immer noch. War es da wichtig, dass diese Traditionen vom Heidelberger Spieleverlag übernommen werden und weitergeführt werden? Naja, es ist halt immer die Frage, wofür man steht und ob man uns jetzt mag oder nicht. Wir glauben schon, dass wir für ein paar Sachen durchaus stehen. Ja? Und es ist natürlich auch, es ist eine gewisse Nähe eben zum Spieler, dass man sagt, okay, wir wollen nicht in einem Elfenbeinturm sitzen, über Spiele entscheiden und gucken, wer da unten das spielt. Wir wollen direkt an mit euch sozusagen die Berichte irgendwie machen, die irgendwie also eben das Coole machen, was ihr macht. Wir wollen mit Händlern in Kontakt bleiben, wir wollen mit den Spielern in Kontakt bleiben. Und dieses Event ist ja eben eine Möglichkeit. Und das haben wir vor über 8 Jahren ja eingerichtet. Ja. Und deswegen jetzt Asmodee hat natürlich dieses Event, die haben das letztes Jahr, hat sich das Team da auch schon mal hier alles angeschaut. Aber eben wofür das steht, das werden wir eben dieses Jahr, sage ich mal, eben auch, werden das hier viel mehr jetzt spüren, auch von der ganzen Crew. Und deswegen haben wir das natürlich auch jetzt weitergeführt. Und ansonsten muss man gucken, wir haben natürlich noch mehr Sachen gemacht. Und das, was sinnvoll ist und was gut war, wollen wir natürlich weiterführen. Ja? Und ich persönlich natürlich von meinem, ich fände es sehr schade, wenn das nicht so wäre. Ja? Aber man muss immer gucken, kann man es vielleicht auch noch besser machen. Also geht noch was, wo man sagt, wir haben damals immer gewitzelt, wenn Asmodee das hier wettmacht, wird das Essen besser. Ja? Ja? Aber so, sage ich mal im Großen und Ganzen, es ist ja auch organisatorisch, weißt du, wir haben
man macht so viel, aber jetzt haben wir Personal, die so eine Organisation hier übernehmen. Das macht es auch für mich angenehmer. Ich muss nicht mehr mir Gedanken machen, wie viele Stühle haben wir hier, sondern jemand anders hat sich diese Gedanken gemacht. Und dadurch ist einfach auch der Grad von so einem Event der Organisation viel, viel angenehmer für mich und auch für meine Leute. Das ist auch schön. Ja. Ihr habt ja auch eure Partnerverlage wieder mitgebracht. Die sind alle hierher eurem Ruf gefolgt. Wie haben die darauf reagiert, dass es jetzt das Asmodee-Event ist? Es ist ja nicht so, dass keiner Asmodee kennen würde. Also wer hätte es gedacht, die Welt ist groß, Verlage sprechen miteinander. Viele von denen haben mit Asmodee auch schon zu tun in anderen Ländern. Also das heißt, es ist jetzt nicht so, dass jetzt hier alle gesagt haben, oh mein Gott, da ist ein Heidelberger, ist jetzt mit einem großen Konzern verschmolzen und ich werde jetzt irgendwie groß nach. So ist es, glaube ich, wenn ich so überlege von meinen ganzen Gesprächen, hat keiner diese Befürchtungen wirklich geäußert. Denn die haben alle gesagt, ja gut, wir vertrauen euch, wir haben lange mit euch zusammengearbeitet, ihr sagt uns, okay, ihr versucht eben möglichst viel von dem mitzunehmen, was euch ausgemacht hat, ja, und ich schaue mir das an. Und bis jetzt ist jetzt ein halbes Jahr her, sind eigentlich relativ wenige jetzt abgesprungen, sage ich mal. Also ich wüsste jetzt gar keinen, der jetzt wirklich gesagt hat, wir hatten ja tatsächlich mit Yellow vorher die Entscheidung schon getroffen, 2016, dass es anders läuft. Hat mit der französischen Verbindung ein bisschen zu tun. Aber im Großen und Ganzen, sage ich mal, ist da jetzt niemand, der sagt, oh, warum jetzt alles so? Änderung ist für viele erstmal natürlich so eine Frage. Änderung kann gut sein oder schlecht, das weiß niemand. Aber ich glaube, letztendlich liegt es auch an uns, einfach dann zu zeigen, dass es das, was vorher gut war, auch jetzt gut ist und vielleicht eben auch noch besser geht. Ja. Gab es denn am Anfang welche, die gesagt haben, oh, so eine Fusion, das kann schwierig sein, es könnte auch schief gehen? Natürlich, es ist, ich sag's mal so, unten gibt es immer. Aber es ist ja auch tatsächlich, sage ich mal, auch für uns ist natürlich eine Veränderung. Je nachdem, auch wenn man viel spricht und die Leute kennt, ist eine Veränderung immer eine Unsicherheit. Ja? Und ich würde jetzt auch lügen, wenn ich sage, es ist alles genauso gekommen, wie ich es erwartet und erhofft habe, weil es einfach auch Prozesse sind. Manche Sachen muss man einfach dann sagen, okay, das muss ich jetzt realistisch sein, das habe ich mir vielleicht anders gedacht. Auf der anderen Seite, in anderen Sachen habe ich es mir vielleicht dann schlimmer vorgestellt und sage, oh mein Gott, wie wird das sein? Kriege ich noch meinen Lohn? Oder sowas. Aber all das ist eigentlich nicht im Großen und Ganzen passiert. Also ich finde es auch ganz gerechtfertigt, dass man Sachen besorgt erstmal betrachtet. Aber man hat tatsächlich uns eigentlich keinen großen Grund gegeben zu sagen, dass irgendwie für uns sich was verschlechtert. Wir haben ja Garantien bekommen und es gibt auch gar keinen Sinn. Wir haben ja ein gutes Standing gehabt. Das heißt, warum sollte man jetzt irgendwie hier sagen, ah, okay, das ist gut, das machen wir mal schlechter. Ja? Also das hat jetzt zum Glück keiner gesagt bis jetzt. Das klingt ja ganz gut. Kommen wir mal auf die Spiele zu sprechen, die es hier gibt. Hier sind ja sehr viele Spiele noch im Prototypenstatus. Ist dann eigentlich hier schon klar, dass die Spiele dann auch in Deutsch bei euch rauskommen werden? Es ist so, dass es ein bisschen variiert. Bei vielen, also viele von diesen Partnern, haben wir auch vorher schon Gespräche getroffen. Wir haben ja Nürnberg eben auch und auch manchmal vorher Meetings. Das heißt, bei einigen Spielen steht es schon fest. Andere eben nicht. Ja. Also einige sehen wir hier zum ersten Mal. Andere haben wir vorher nur mal was drüber gehört. Ja. Das heißt, es variiert ein bisschen. Ja. Eigentlich wollen wir, oder war auch immer unser Anspruch, das hier als das Event anzusehen, wo wir diese Entscheidung versuchen zu treffen danach. Das heißt, wir setzen uns danach zusammen, schauen uns an, was für Feedback gekommen ist von allen, die hier gespielt haben. Und dann sagen wir, okay, eigentlich haben wir gedacht, ha, weiß nicht so, aber das Feedback ist super. Nochmal drüber nachdenken, vielleicht doch machen oder wie auch immer. Oder manchmal sagt man irgendwie, ha, wir fanden das eigentlich super, hier kam es nicht gut an. Auch nochmal drüber nachdenken. Das heißt, es ist ja die Gelegenheit hier für uns wirklich, das Feedback einzusammeln von allen. Deswegen, es variiert sehr. Also ich weiß von ein paar Spielen hier, die für uns schon gesetzt sind. Und wenn du jetzt mal an die Spiele denkst, die du, von denen du jetzt schon was mitbekommen hast, die du jetzt schon angeschaut hast, was sind da so deine Highlights? Ja, also ich sag's mal, es ist jetzt natürlich irgendwie, es ist ein No-Brainer fast. Ja. Ich spiele gern Codenames, Codenames ist bekannt. Das Codenames Duet, was die Tschechen dabei haben, ist für mich, weil es halt sehr cool, dieses Teamspiel, also dass du gar nicht mehr gegeneinander spielst, sondern zusammenspielst und eben auch sogar zu zweit sehr gut funktioniert, ist für mich ein Highlight. Wobei, da sage ich mal, da sind wir uns schon relativ sicher, dass wir das machen. Dann haben wir natürlich auch eigene Projekte dabei.
Das heißt, das Studio Heidelberg macht ja auch eigene Spielentwicklungen. Da ich da involviert bin, wäre es natürlich sagen, wenn ich das nicht als meine Highlights empfinden würde, was dann? Ne? Dann habe ich so, jetzt von, das Problem ist, wir haben ja hier sehr viele Partner aus ganz Europa. Und jetzt theoretisch müsste ich einfach auch, um fair zu sein, durch die Bank gehen und sagen, oh, das von dem ist toll und das ist mir ins Auge gesprungen. Tatsächlich ist ja dieses Event auch noch am Anfang. Aber so, ich sag mal, was mir noch so ins Auge gesprungen ist, ist tatsächlich das Drachenspiel von Horrible, was sie haben. Ich weiß gar nicht mehr genau, wie es heißt, weil es auf der Schachtel gar nicht steht. Es hat sehr spannende Mahjong-Steine als Komponenten und ist aber eben ein Spiel, was damit sehr, sehr spannend spielt. Also wirklich mit dieser Idee. Und ein sehr schönes Crossover zwischen einem klassischen und einem neuen Spiel ist. Und sowohl vom Design, also vom Spielgefühl und von dem, was mir andere erzählt haben, ist das auch eins von den Highlights. Ja? Und ansonsten muss ich ehrlich sagen, habe ich noch gar nicht so viele mir genauer angucken können. Ist ja auch sehr viel da, wie du schon sagtest. Ist denn schon bei manchen Spielen klar, dass sie noch dieses Jahr, zum Beispiel in Essen, auf Deutsch erscheinen werden? Es ist erschreckend. Also eigentlich müsste man sagen, hey, wie es halt eben so läuft, dass wir hier das besprechen, was nächstes Jahr passiert. Aber die Welt ist manchmal eben doch schnellläufiger, als man denkt. Und es war aber auch schon eben in den Heidelberger Zeiten so. Viele von unseren Partnern zeigen uns ihr Spiel und wollen das in Essen noch haben. Und weil aber die Partner teilweise so gut organisiert sind und auch erfahren und auch die Zusammenarbeit so klappt, klappt es auch. Auf der anderen Seite, es zu erzwingen, war nie, habe ich immer als eine relativ dumme Idee empfunden. Und dementsprechend, also es gibt Spiele, die dieses Jahr noch kommen werden. Und es gibt viele Spiele, die dieses Jahr auf jeden Fall nicht kommen werden. Also alles da, ja. Und auch die Partner bringen verschiedene Sachen mit. Die sagen, ha, ich will hier Feedback sammeln von den Leuten, damit ich mein Spiel noch verbessern kann. Ja? Und ich hoffe, dass die nicht planen, das noch in Essen zu machen. Wenn wir jetzt nochmal konkret in die Zukunft auf Essen schauen, welche Spiele kannst du denn schon verraten, welche da kommen? Das müssen jetzt keine Spiele sein, die hier sind, sondern generell von Asmodee. Zu Essen? Also verraten. Ja, es ist, wir neigen ja dazu, auch gelegentlich Spiele anzukündigen. Ja, aber wir haben, sag ich mal so, durch die Bank natürlich irgendwie so... Also ein Spiel zum Beispiel, was jetzt erwähnenswert ist, weil es auch schon... Ja, Lorenzo kommt in Kürze zum Beispiel. Aber das ist ein Spiel, das wir eigentlich letztes Jahr in Essen haben wollten, es aber aus Produktionsgründen nicht geschafft haben. Das heißt, es kommt in naher Zukunft. Aber das wäre jetzt so eins, das ich nicht auf dem Zeiger gehabt hätte. Das kommt wirklich bald, ja. Dann werden die Tschechen alle die Sachen, die sie dabei haben, auch zur Messe machen. Ja? Also das Codename Stuart, auf jeden Fall werden wir das zur Messe haben, da bin ich sehr sicher. Horrible wird seine beiden Spiele auch zur Messe haben wollen. Ja? Quenny Creations hat ein sehr interessantes Spiel, App-basiert, ein Piraten-kooperatives Echtzeit-Ding, was auch zu Essen rauskommen soll. Ja? Muss ich gerade überlegen, mein Gott, das ist große Fülle, ja. Wenn ich mal so darüber gucke, ja. Ich weiß, dass Rebel ein relativ komplexes Spiel hat, irgendwie zu sagen, ja? Dass das hier irgendwie dabei ist, ja. Dann haben wir von Galacta, das haben wir auch schon angekündigt, This War of Mine. Das ist ja die PC-Spiel-Umsetzung, wo ich mich sehr drauf freue, wo wir letztes Jahr ja so einen geheimen Prototypen hier hatten, in einem verschlossenen Saal, ja. Nur mit Schwur auf Leben, ne? zu betreten, ja. Das heißt, das ist auch zu Essen geplant, ja. Also... Wobei wir auch aufgehört haben, einfach nur Spiele auf Essen zu planen. Weil Essen ist eine wundervolle Veranstaltung. Aber wenn wir einfach alle Spiele zu Essen machen, das Jahr hat ja mehr Monate. Ja. Und das ist, wir wissen auch, der Spieler an sich möchte, glaube ich, auch ein bisschen so verteilt. Nicht in einem Monat 100 Spiele von uns, sondern vielleicht ein bisschen verteilter haben. Ja. Ja, wunderbar. Dann freuen wir uns auf jeden Fall auf die Spiele. Und ich bedanke mich ganz herzlich für das Interview. Ja, ich bedanke mich auch. Es ist immer toll, dass ihr hier seid. Macht immer Spaß und ich rede auch sehr gerne mit euch. Macht immer, ist immer Laune. Ja? Alles klar. Viel Spaß noch. Ja?